Hallo meine liebe Lions, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich erstmal ein Tässchen Kaffee. Nehmen wir gleich mal einen Schluck. Und eine riesen Kiste hier zu stehen. Ich war nämlich bei DM shoppen, aber online, was ich noch nie gemacht habe. Das ist das erste Mal, dass ich online bei DM bestellt habe. Und da ist jetzt die Kiste angekommen. Hier, Leute. Was für ein Riesending. Das ist sie. Ja. Die packen wir jetzt mal zusammen aus, oder? Ja, es ist eine ganze Menge geworden. Und wenn es raschelt, dann tut es mir leid. Hier sind ein paar Tüten mit bei. Also, alle, die mit Kopfhörer hören, seid gewarnt. Es könnte rascheln. Als erstes springt mir hier ein Magazin von Alverde entgegen. Ja, kann man sich mal angucken. Wird eine Klozeitung. Sagen wir so, wie es ist. Das wird eine Klozeitung. Ja, die ist als erstes oben drauf. Und natürlich auch die Rechnung. Die hat ja hier schon. Und dann geht es weiter zu den Inhalt, zu den interessanten Sachen. So, ich habe geshoppt. 140 Wattepads von Ebelin. In einem hübschen Design. Das war so online gar nicht abgebildet. Aber ja, schön. Habe ich mitgenommen. Irgendwo müsste ich auch noch ein zweites haben. Mal sehen, wo das auftaucht. Dann habe ich mitgenommen eine Cremeseife Ginger Lemon von Balea. Habe ich noch nie gehabt. Keine Ahnung, wie gut die riecht. Hier steht Moisture Care, Feuchtigkeitsformel, die brauche ich ja. Und ja, werden wir ausprobieren. Reinigt und pflegt, bewahrt die Feuchtigkeit. Balea Cremeseife Ginger und Lemon erhält mit einer sanften Pflegeformel und feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen die natürliche Feuchtigkeitsbalance ihrer Haut. Der pflegende Duft verwöhnt ihre Sinne. Ja, da freue ich mich drauf, da bin ich wirklich gespannt und ist halt in meinen Einkaufswagen gelandet. Die Preise werde ich wie immer hier einblenden, weil ich habe die nicht im Kopf und Leute, ich bin zu faul auf der Rechnung, das alles einzeln zu suchen. Das mache ich beim Schneiden. Dann ist in mein Körbchen gelandet eine Skelettbürste doppelseitig für jeden Haartyp. Das ist so eine stinknormale mit einer langen Seite. Ich kann es einmal hier vor meinem schwarzen halten. Und mit einer kurzen Seite für kurze Haare. Ja, meine, die ist Aspa-uralt, die ich habe. Die wird jetzt entsorgt. Und die habe ich mir halt eingepackt. Skelettbürste doppelseitig für jeden Haartyp. Ja, steht hier hinten noch was drauf. Styling-Freund. Nichts Besonderes, ne? Eine Bürste. Dann ist in den Einkaufswagen gelandet mein Deo Rexona Shower Fresh Dry and Fresh. Dieses hier, meine Freunde. Ich meine, das ist immer noch mit Aluminium. Und ich werde es auch immer noch weiter benutzen mit Aluminium. Ja, mein allerliebstes Deo Rexona Shower Fresh. Musste wieder mit. Dann habe ich mitgenommen, ist wieder alle, mein Balea Aqua Feuchtigkeitsserum. Da schwöre ich ja drauf. Also wer Serien mag und das gerne unter seine Tagespflege auftragen will, super. Ja. Ich pack's mal aus, so kommt's her. Hat einen Spender, einen Pumpspender, den ich jetzt aber noch nicht benutze, weil ich habe noch einen kleinen Rest in meinem drin. Und das muss auch nicht unnötig aufgemacht werden. Ja. Mein Geheimtipp, wer Serien mag, dieses Balea Feuchtigkeitsserum Spitze. Werde ich mir immer wieder nachkaufen. Ist für mich ein Top-Produkt. Deshalb wieder mitgekommen. Dann ist in mein Kistchen, muss ich ja sagen, nochmal
Maxi-Wattepads gelandet. Die nehme ich ja auch immer zum, wenn ich Toner raufmache, Gesichtswasser oder halt tatsächlich zum Abschminken. Wobei ich in der Regel eher die kleineren zum Abschminken für die Augen nehme. Ja, das ist wieder mitgekommen. Dann ist mitgekommen von Balea Aqua Augen Roll-On. Auf den schwöre ich auch. Der ist super, super. Den habe ich immer im Kühlschrank bei mir, damit er schön kalt ist, wenn ich mir den morgens drauf mache. Der hat eine Aluminiumkugel, Eisenkugel, was ist das? Keine Ahnung. Da, nee, hier muss ich ja reinhalten. Ja, und wenn man die Tube quetscht, dann kommt halt an den Rändern das Serum raus oder was auch immer das ist, diese Creme, dieses Gel. Ja, und tut den Augen super, super gut. Auch hier Kaufempfehlung immer wieder, kann ich nur aussprechen. Ich werde es mir immer wieder nachholen. Ich mag die Aqua-Serie von Balea sehr, 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 sehr gerne. Und ja, probiert es mal aus, wer es noch nicht ausprobiert hat. Dann ist mitgekommen von wieder mal Balea Urea Fußcreme. Vermindert Spannungsgefühle für sehr trockene Füße und für Diabetiker geeignet. Ja, auch hier ein Favorit von mir. Die Creme benutze ich wirklich sehr, 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 sehr regelmäßig. Abends auf die Füße raufgeschmissen und morgens babyzarte Füße. Auf jeden Fall. Werde ich immer wieder nachkaufen. Mein Top-Produkt, ganz ehrlich. Sehr, 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 sehr gut. Diese Creme, die hat sich mein Mann, der hat ja Schuppenflechte am Bein. Da hat er sich immer zusätzlich zu seiner selber auch nochmal drauf gemacht, dass da Urea mal drauf kommt. Und das hat tatsächlich ein bisschen geholfen. Also Steffchen, dein Mann hat das ja auch, vielleicht hilft das ja auch. Hm? Mal ausprobieren. Aber natürlich zusätzlich zu den anderen Salben, ne? die man so halt hat. Dann ist hier, ach Gottchen, da hat mich vertan. 30 Wattepads, 100% Baumwolle, weich und fusselfrei. Ich wollte eigentlich die großen. Warum habe ich jetzt hier ein großes und hier ein kleines? Hä? Keine Ahnung. Ja, das ist jetzt jedenfalls hier mal drin. Ich wollte eigentlich große haben. Dann ist oben auf von Dusch das Noir. Ich fühle mich anziehend und mit Zedernholzduft 2 in 1 Duschgel und Shampoo pH-neutral für den Herren. Das hat sich mein Mann ausgesucht. Und der Duft ist auch wirklich lecker. Ja. Also, da freut man schon drauf, wenn er damit duscht und dann danach riecht. Sehr, sehr lecker. Dann ist wieder mit auch wieder was neu. Feuchtes Toilettenpapier Classic. Ihr wisst, ich benutze es von Sanft und Sicher sehr, sehr gerne. Aber die sind total klein. Warum? 70 Tücher? Ich habe meine anderen, die ich noch habe, da sind 60 drin. Und die sind wesentlich größer. Das ist ja schon wieder komisch. Ich werde euch berichten, was sich hier geändert hat. Und da ich jetzt auch noch so viele geholt, ich hole ja immer im Vorrat, ne? Ja, feuchtes Toilettenpapier, da kommt halt noch mehr. Nochmal. Nochmal. Ich habe noch eins. Nochmal, damit ich nicht wegen jedes Mal zu DM rennen muss und mir das Toilettenpapier holen muss. Wie viel habe ich denn geholt? 6 oder 7? Was heißt wegen ganz schön viel? Scheiß. Darf man das sagen auf YouTube? Und nochmal. Ich glaube, das war's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das wird wohl reichen für uns beide. Und ja, ein bisschen komisch ist mir das jetzt schon, weil das so klein ist. Dann habe ich mitgenommen einen Eyeshadow-Pinsel von Essence. Diesen hier. Ich
packen wir aus. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob das im Standardsortiment ist oder das eine ELE. Nö, ne, ist im Standardsortiment. Ja. Die Borsten sind schön fest. Ihr kennt den, Leute. Na. Stellt er scharf. Ihr kennt den Pinsel. Ne, hier muss ich gerne halten. Gott, das ist schon noch eine Umstellung mit der neuen Kamera. Ja, der durfte mit einziehen, der Pinsel. Dort haben wir hier noch einen Pinsel. Ich habe ihn. Und zwar ist das der Blender Brush, auch von Essence. Ja, genau. Auch den packe ich aus. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Da ist er. Ja, der ist auch schön weich. Na, mal gucken. Ein bisschen fusselig kommt er mir ja an den Seiten vor. Steht ein bisschen ab. Synthetika, klar. Aber er hat auch ein bisschen Druckwiderstand. Ist okay. Ja, ihr kennt ihn, ne? Ich weiß wieder mal nicht, ob er scharf stellt. Wie macht ihr das, dass ihr das seht? Wenn ich die Hand vorhalte, seht doch nichts. Ja, jedenfalls der durfte mit einziehen. Wurde natürlich auch erstmal gewaschen. Ich finde halt so Blender Brush und Lidschattenpinsel kann man irgendwie nicht genug haben, oder? Das ist die, sind irgendwie immer dreckig. Noch was Langes. Ah ja, ihr habt ja in meinem Aufgebrauchvideo gesehen, dass ich Zahnbürsten verbraucht habe. Und jetzt habe ich mir von Oral-B die Pulsar geholt. Die habe ich noch nie gehabt. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und zwar pulsierende Borsten für eine gründliche Reinigung ihrer Zähne steht hier. Pro Expert ist das. Was steht denn hier hinten drauf? Die scheint irgendwie batteriebetrieben zu sein. Aber Leute, das ist so klein gedruckt. Das sehe ich nicht. Könnt ihr da was erkennen? Packt die direkt mal aus. Aber dafür sind wir hier, oder? Dass wir das auspacken. Wenn ich einen Anfang finde. So. Da haben wir sie, Freunde. Schnieke sieht so aus. Ui. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie die funktioniert. Auf jeden Fall geht die ab wie Schmitzkatze. Aber ich freue mich darauf, die zu benutzen. Ich werde euch berichten. So, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass ich sie in mittelhart, in Medium. Medion? Medium genommen habe. So, Zahnbürste. Dann durfte mit. Von Baby Love besonders weiche Pflegetücher, extra groß und reiz. Was erzähle ich dann heute schon wieder? Reißfest. So. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, wieso kauft ihr denn Babysachen? Leute, die sind streckenweise echt günstiger und besser. Ja. Also hier sind 100 Stück drin, ne? Und ob ich mir jetzt von Samt und Sicher diese Tücher hole, die nicht reißfest sind, also meine reißen irgendwie immer, oder ob ich mir die von Baby Love hole, die sogar noch ein bisschen günstiger waren und mich auch daran erfreue. Und die Box ist doch auch hübsch mit den Lamas, ist doch süß. Ja, also die durften mit und weiter geht's. Ich heb mal die Tür für später auf.
Dann habe ich noch eingepackt meine Mascara I Love Extreme von Essence. Meine Hassliebe. Irgendwie macht sie schon geile Wimpern, ja. Aber die ist so schmatzig am Anfang immer. Also da weiß man gar nicht wohin mit dem ganzen Schnodder, der da rauskommt. Ich krame noch in der Tasche, in der Tüte. Hier habe ich noch so eine kleine. Hä? Oder ist das ein Geschenk oder was? DM? Was ist da los? Also meine großen habe ich ja. Was? Ich weiß es nicht. Nehmen wir es mal dankend an. Hier hinten sehe ich noch zweimal Zahnpasta. Und natürlich vom Colgate Total, ist ja klar. Die ich immer benutze. Ihr habt es auch hier im Aufgebraucht-Video gesehen, die sind einige Tuben alle gewesen und deshalb muss ja Nachschub her. So, dann habe ich von Babylove feuchte Tücher mitgenommen. In einer Hardbox, in einer Spenderbox. Finde ich gar nicht so schlecht. Und ob ich nun die benutze oder andere feuchte Tücher, dann nehme ich doch die sowieso schon, was dem Baby gut tut, an der Haut, tut auch dem Erwachsenen auf der Haut gut. Habe ich also auch die Feuchttücher, um mal schnell die Hände sauber zu machen, nach dem Schminken oder Swatches abzuwischen, die mitgenommen. Und natürlich auch Nafelpacks halt mitgenommen. Da hatten sie im Angebot so Viererpakete. Oh Gott, ist das schwer. Ja, und die habe ich mir jetzt halt mitgenommen. Ich werde sehen, ob es ein Reinfall war oder ob mein Gedankengang dann richtig war, dass ich die benutze. Auf jeden Fall lasse ich mich überraschen. Leute, ich muss einen Schluck Kaffee trinken. So, wir sind noch lange nicht fertig. Jetzt kommen die Tüten. Wenn es raschelt, dann tut es mir leid. Ich packe schnell aus. Klacker, klacker. Ich glaube, zwei, drei Tüten sind hier noch drin. Ich versuche es schnell zu machen. So. Und zwar habe ich von Schwarzkopf Got2be Sprühkleber Freeze Haarlack schon ganz, ganz viel gehört. Und den wollte ich jetzt mal ausprobieren. Deswegen habe ich den mitgenommen. Genau. Werde ich beim nächsten Mal ausprobieren. Natürlich, falls es nichts für mich ist, habe ich natürlich meinen Tuft Haarlack Haarspray, diesmal mit Kaschmir, in der mega, mega stark, Stärke 5 mitgenommen. Den ich immer habe. Entweder habe ich den oder ich habe den mit Powerful Age. Also, wie sagt Verena immer, Haarspray forever Haarspray, nicht? Ja. Und dann ist noch mitgekommen, weil ich normalerweise von Tuft auch den Schaumfestiger benutze, der ist aber online nicht lieferbar gewesen, habe ich von Vella Deluxe perfekte Fixierung Haarlack. Ja, prima. Ich wollte eigentlich Schaumfestiger haben. Also ich glaube, so online ist nicht so meine Klasse. Jetzt habe ich nochmal Haarspray. Okay, Haarspray forever, Haarspray nicht. Das können wir jetzt so schnell nicht alle hin. Schade. Jetzt fehlt mir natürlich Schaumfestiger. Ja, dann habe ich mitgenommen wieder mein Waschpulver. Ariel. Oh, Leute. Wie das riecht. Ich liebe diesen Duft von Ariel. Ja. Mein Favorit. Den benutze ich immer. Und last but not least die letzte Tüte. Ja, Kiste ist dann leer. Reißen wir mal schnell auf die letzte Tüte.
Und zwar ist da für meinen Mann mit drin Shampoo Head & Shoulders for Men. Klassik ist das, glaube ich. Ja. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Das benutzt er immer und ist sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Für mich ist mitgekommen mein Augen-Make-up-Entferner von Balea, der ölhaltige Zwei-Phasen-Entferner. Mein heiliger Gral. Bei mir brennt er nicht in den Augen. Ich bin super, super zufrieden damit. Ja, denn ist mitgekommen einmal Babypuder. Das wollte mein Mann haben. Und, oder er ist auf die Idee gekommen und dann hat er echt recht, wenn man sich nämlich gelbe Hände anzieht, also diese Haushaltshandschuhe, dann kommt man da ziemlich schlecht rein. Und er will sich dann die Hände einpudern oder Icke, je nachdem wer die gelben Hände anzieht, und dann kommt man besser da rein und deshalb Babypuder. Also das wird lange halten. Aber ist erstmal mit eingezogen bei uns. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann möchte ich auch Babypflegeöl haben. Nein, ich bin nicht schwanger. Einfach zum Massieren. Andere nehmen erotisches Massageöl, wir nehmen halt Babyöl. Ist ja wurscht, das ist günstiger, ne? Und tut den gleichen Zweck. Muss ich jetzt wieder FSK 18 vorne ran sitzen? Nein, muss ich nicht. Es ist ein DM-Haul. Und was ich erstmal prima finde, ist, dass DM hier das echt mit Tesafilm zugeklebt hat. Finde ich echt toll. Habe ich nicht erwartet. Finde ich super. Dann habe ich von Neutrogena Hydro Boost pflegendes Aqua Peeling mir mitgenommen. Gel Exfoliant Hydratant. Dieses hier. Ich kenne das nicht. Habe ich noch nicht gehabt. Habt ihr das schon mal gehabt? Habt ihr Erfahrung damit? Ja. Da wollte ich halt mal ausprobieren, weil die Feuchtigkeit spenden soll. Hilft das Hautbild zu verbessern, für spürbar geschmeidigere Haut. Na, mit Hyaluronsäure, das ist eigentlich wahrscheinlich das, was mir so angezeigt hat, ne? Dass es tatsächlich feuchtigkeitsspendend ist. Ein innovatives Peeling mit weichen, hautglättenden Mikroperlen, die sanft, aber effektiv reinigen und Unreinheiten entfernen. Na, ich bin gespannt. Also auch hier werde ich euch gerne berichten, wenn ihr da wissen wollt, wie zufrieden ich damit bin. Spätestens im Aufgebrauch-Video werdet ihr es sowieso erfahren. Und dann habe ich hier nochmal eine andere Zahnpasta mitgenommen, und zwar die Extra Frisch. Kannte ich jetzt so von Colgate auch noch nicht. Wollte ich mal ausprobieren und deshalb habe ich sie mit eingepackt. Ja. Ja, und schon sind wir fertig mit unserem DM-Haul. Hier ist alles leer. Alles ist auch vor mir ausgebreitet auf dem Tisch. Jetzt brauchst du nur noch verräumen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, fürs bis hierhin sehen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und sage bis dahin alles Liebe. Ciao, eure Susi. Tschüss.